mal jetzt. Ja, ist schon gut. Geht was? Aber man merkt, wir werden euch. Hä? Man merkt, wir werden euch. Wir werden aber auch total verpfiffen. Ja, der Schiri geht so. Mein Zuschlag hier. Bravo! Servus. Servus. Ist ein bisschen besser. Wir sind besser. Ja. Was sieht man die Kondition? Wie haben wir hart über den Sommer gearbeitet? Irgendwo. Jungs, Simon, die Jungs laut werden, wenn jemand etwas hat von jemand gesprochen oder nicht. Aber super. Augen. Also Jungs, zwei Dinge haben wir einen super Job gemacht, ja. Und jetzt muss ich zeigen, wie haben wir richtig in der Sommer trainiert. Die Kondition und Gelegenheit müssen wir von erster Minute zeigen. Also, super Job, wäre es schade, diese super Resultat und das ganze Spiel kaputt machen. Oder? Also, Simon, Jungs. Nein! Und jetzt die ganzen Kopf. Ihr Leistungssäcke. Für den Leistungsgewinn ist klar.
Ja, Jungs, wir haben gesagt, wir machen die Pulle leer. Aber mach schon mal stärker. Ja, bei mir gegeben. Sauber, Raimund, das bringt die Vierer. Ganz stark, Raimund, bisher. Die Jungs müssen schauen, dass du jetzt zurückkommst. Das ist ja gut. Ja, ja, du bist jetzt. Ab geht's, bitte. Zur Formel. Ciao, über mit dir. Ja, aber es ist wieder so, gell? Kaum aus der Hose raus, geht's schon wieder viel besser. Das ist immer so gewesen. Ja, das hat sich nicht. Du musst den Druck wegnehmen von den Gegnern und dann flutscht's. Gaudi, dass die ganzen Jungs wieder gekommen sind. Ich hab die Idee irgendwann im März gehabt, aber dass das gleich so viel zustimmen können und so viel Leute können, was sagenhaft. Jetzt freuen wir uns auf eine gescheite Aha-Saison. Stimmen. Oh, also ich finde es super, dass wir alle beieinander waren wieder. Ein Riesenspaß. Eigentlich hätte man am zweiten Drittel aufhören müssen, weil das Ergebnis ist wirklich gut noch. Ja, du Sack! Aber ich glaube, wir haben uns ganz gut geschlagen, keiner hat sich verletzt, passt. Gehen wir wieder mal in 5 Jahren, sag ich. Servus! War echt ein geiles Spiel, mal wieder mit den Jungs zusammen sein. Super Erlebnis. Ein Dank an die andere Mannschaft, haben fair gespielt, keiner hat sich verletzt, war echt saugeil. Ja, ich habe überhaupt keinen Spaß gehabt. Ja,
total gut, dass die Spanier die Visa schmeißt sie raus. Gut war's. Ein bisschen knapp war's. Beinahe hätten wir gewonnen. Aber die Jungs sind halt schon im Training. Unsere Ausländer nicht fit, im Sommer nichts gemacht. Sind nur, wenn der Peter nicht 5 Tore schießt, dann will man einfach nicht. Aber nächstes Mal, in 10 Jahren, da hauen sie drauf. Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen, weil super Gaudi, wir riesen Spaß gehabt. Wenn wir ein bisschen fitter gewesen wären, hätten wir eine Chance gehabt. An den Joy hat es nicht gelegen, würde ich sagen. Aber ansonsten ein super Spiel, die Mannschaft hat Wahnsinn und gerne wieder in 5 Jahren. Jetzt muss man Frage stellen, oder? Nein, frei raus. Ich würde mal sagen, es war ein relativ knappes Spiel. Ich muss allerdings sagen, man hat es gesehen im Sommer, der eine oder andere doch nicht so gearbeitet, wenn wir es ausgemacht haben. Deswegen das letzte Drittel 7-0 vergeigt. Aber das vierte Drittel Zeit war wirklich. Aber wir werden morgen beim Vormittagstraining werden wir darüber sprechen und beim nächsten Mal schaut die Sache anders aus. Also, ich glaube, es am Spiel ganz schwierig zu analysieren. Aber ich sag mal, wir haben definitiv Torwartprobleme gehabt. Also, ich glaube, die haben das vorher abgespielt, aber jeder ist ihr Rüttner. Und ganz schwach hat schon mit seiner Leistung. Läufernisch, würde ich sagen. Also, unterirdisch. Und wie früher. Wir haben es probiert, 4 Ausländer, eine Reihe, aber dann nach 16 Sekunden schon das erste Mal klang. Letztes Drittel minus 5, wie ist es möglich? Das kann man passieren. Also meine Leistung war natürlich top. Gut. Du bist natürlich abhängig von den Mitspielern und das ist jetzt eigentlich mein Fazit. Jetzt? Was? Immer wieder der Beste. Das musst du jeder sehen. Und Torwartprobleme, das ist das ganze Mal, das haben wir gesehen. In unserer Reihe hat der Raimund alles verwasselt. Also, ich konnte nichts machen. Ja, jetzt ist es spät. Das ist wieder 10 Jahre zu meiner Analyse. Alles klar. Selbstverständlich, Trainer war schon. Alles einfach. Also zum ersten Mal. Ja, toll, da waren halt die Gruppe da. Zum zweiten, wir haben eigentlich gehofft, vom gestrigen Abschlusstraining, dass unsere Ausländer fit kommen. Aber war leider nicht so. Bis jetzt. Was willst du wissen dazu? Bitte? Was willst du wissen? Zum Spiel. Zum Spiel. Gutes Spiel. Super Ausländer. Super Ausländer. Haben leider verloren. Das ist so. Ja, was soll ich sagen? Es ist super, dass wir uns nach 10 Jahren wieder getroffen haben. Das war das Wichtigste für mich. Fast. Super Spiel, wir waren besser, aber die Ausländer waren schlecht. Das wir haben verloren. Ich hätte gespielt. Da ist sonst die Luft ausgegangen. Nee, es war echt super. Die Mannschaft war super. Wir könnten eigentlich Training super kommen. Aber prinzipiell muss ich sagen, mit der Truppe wird es, dass wir ja eigentlich ganz über den Sommer nichts gemacht haben. Oder zumindest die meisten. Wenn wir trainieren, dann wird das schon ganz anders aussehen. Und ich denke mal, die Grafik haben es gar nicht so leicht. Guck mal, die Schuhe verloren. Die Schuhe haben wir verloren, weil von dieser Obstreihe 4, die ja die erste von der ersten gespielt hat, das war sehr unfair gegenüber dem Dank. Der Dank war schuld, dass wir da verloren haben. Tut mir leid, bis in 10 Jahren. Servus. Nimm mal ganz schweres Los. Wir haben die ganze gegen die erste Reihe spielen müssen. Wir haben so minus 7, haben ein Tor gemacht. Aber irgendwann haben sie es gemacht. Das ist ja gar nicht so schlecht. Minus 5, da kann man gar nichts sagen. Das sind die anderen erst einmal nachmachen, die erste Reihe. Trotzdem war anstrengend. Danke. Also hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, war mal lustig wieder so das alles zu mitmachen und vor allem die Entwicklung in 10 Jahren, wie man so konditionell, wie unser Trainer gesagt hat, im Sommer gemacht haben. Für mich war es natürlich auch gut, weil jetzt habe ich wieder ein Geschäft gemacht mit dem Trainer, der hat am Platten. Das hat Engagement. Ganz sicher. Nein, eine tolle Idee, dieses Spiel. Das war ohne Diskussion. Und die Jungs haben
haben gezeigt, dass sie wissen, kennen Eishockeyspieler, ganz klar. Leider die letzte Dritte war die so schon, es fällt ein bisschen Luft. Aber dann wissen wir, wo die Defizite haben und machen wir das nächste Mal ganz sicher besser. Ich finde es super, dass der Flo das Spiel in die Welt gesetzt hat und dass wir alle bis auf einen dabei waren. Das war das Wichtigste für das Spiel. Und keiner hat sich verletzt, wir haben alle unseren Spaß gehabt. Und darum sage ich, so soll es weitergehen. Und vielleicht schaffen wir es in 10 Jahren noch einmal. Und davor und dann würden wir. Also, ich bin der Meinung, wenn wir ernst gemacht hätten, dann hätten sie das geschafft. Einer wird mir sein Handy ausgeschaut. Das passt jetzt. Cut. Ja. Jetzt erst einmal bedanken an Flo Hochhäuser, dass ich nach 10 Jahren für den ERC, also wo ich für den ERC gespielt habe, wieder für den ERC gespielt habe dürfen und gegen den ERC gespielt habe dürfen. Und danke an die Jungs, dass alles so geklappt hat, dass sich keiner verletzt hat und vielleicht geht er noch mehr was zusammen. Merci. Jetzt bitte. Also in 9 Jahren Auswärtsspiel. In 9 Jahren ERC ist das halb wieder Auswärtsspiel, weil wir kriegen noch ein bisschen was zum Essen. Aber das ist der Wahnsinn. Danke ERC.